Ja, da hat Peter Demmerle, unser ganzes Team, lange drauf gewartet, dass es das Auto, was es in Amerika gibt, jetzt endlich auch mal in Deutschland gibt von Toyota. Hier steht ja der Toyota Highlander, Modelljahr 2021, ein großer SUV mit einer Länge von 5 Metern und trotzdem einen kombinierten Spritverbrauch von gerade mal 5,5 Liter und das mit einem 2,5 Liter Benzinmotor. Das ist quasi die Quadratur des Kreises und das ist Toyota gelungen durch den bekannten Hybridantrieb, der sich automatisch rekuperiert, während man fährt. Ja, ich grüße dich, Peter. Hallo Sven, grüß dich. Herzlich willkommen hier im saarländischen Highland, auf den Höhen des Saargaus. Ist wirklich, wir sind recht weit hochgefahren, wir stehen mitten im Wald. Heute haben wir, lass mal gucken, 26. März. Das kannst du dir gut merken, das Datum. Das kann ich mir relativ gut merken, ja. Ja, das ist nämlich dein Geburtstag heute. Trotzdem hast du gesagt, hey, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir an meinem Geburtstag diesen Wagen vorzustellen, der über 360-Grad-Kamera verfügt. Der, guck mal hier, das Blaue. Das ist doch schön, oder? Typisches Erkennungsmerkmal vom Hybridfahrzeug bei Toyota. Genau, immer wenn das Logo so blau illuminiert ist, haben wir einen Hybridantrieb mit an Bord. Ja, cool. Also das Auto kenne ich ja, ich bin ja Halbamerikaner, aber dass man das jemals hier im deutschen Markt sehen würde, und das ist ja noch der kleine, in Amerika gibt es ja noch einen größeren. Ja, ich bin jetzt froh, dass wir den mal haben und mit, ich sag mal, knapp 5 Meter, hat jetzt so 4,97 Meter, glaube ich, in der Gesamtlänge, ist es hier für für die Platzverhältnisse noch vertretbar. Das ist so, denn das Thema Parkplätze, also ich glaube, in der Schweiz hat man 6 Meter genormte Parkplätze. In Deutschland kannst du froh sein, wenn er mal 5 Meter lang ist. Mit meinem VW-Bus komme ich eigentlich überall rein. Auto wiegt 2,145 Tonnen, aber 5,5 Liter kombinierter Kraftstoffverbrauch. Das hängt natürlich auch ein bisschen ab, wie ich den fahre. Und er hat eine CO2-Effizienz von A+. Und das bei einem 2,5 Liter Motor, Benziner. Du bist selbst Kfz-Meister, undenkbar gewesen noch vor einigen Jahren, oder? Ja, absolut. Da trägt halt eben, wie gesagt, die Elektrifizierung mit ihren Anteil dazu bei. So, wenn du mal kurz mit mir zurückkommst, wir gehen mal einen Schritt zurück, dann zeigen wir mal komplett von der Seite. 5 Meter Länge heißt aber auch, ich habe viel Platz für die Familie. Ja, das ist vom Platzangebot her, sowohl vom Kofferraum her als auch vom Passagierraum her überragend. Also da gibt es keine Enge. Also auch wenn du das Auto voll beladen hast, mit 5 Personen drin bist, hat jeder genug Platz und fühlt sich wohl in dem Auto. Das zeigen wir auch gleich mal. Als der reinkam, haben natürlich viele Kunden, die sich jetzt vielleicht für ein anderes Auto entschieden haben, die aber ganz große Liebhaber waren von Toyota, die haben natürlich ganz böse geguckt. Und Toyota hat ja unglaublich viele Fans. Also gerade in Amerika ist es eine der meistverkauftesten Marken in dem Segment. Warum haben die so lange gewartet mit dem? Ist einfach der Spritverbrauch gewesen ohne Hybrid? Ich kann dir das nicht sagen. Das sind halt eben oft produktspezifische Entscheidungen, die der Hersteller trifft. Ich meine, es gibt viele Autos, die wir uns wünschen, die wir nicht bekommen. Aber wir sind halt eben jetzt froh, dass er da ist. So, erzähl mal, es gibt eine Besonderheit. Ja, wie gesagt, eine Besonderheit oder ein gutes Merkmal ist halt eben, dass das Auto hier eine Anhängerlast hat von 2 Tonnen. Das heißt also auch für schwerere Lasten, für einen Pferdeanhänger oder auch für einen Wohnwagen absolut geeignet. Ja, das Wichtige dabei ist ja, die Anhängerlast ist ja oft dem CO2 zum Opfer gefallen, weil ja die Fahrzeuge auch entsprechend zugelassen sind als dann Gesamtgespannensemble und was weiß ich alles. Dann erfüllen die CO2-Werte nicht. Mit dem Elektromotor geht und der hat Power. Wir sind gerade eben mal angesetzt zum Überholen, haben so ein französisches Auto mal überholt, ein kleineres. Und das ging sogar am Berg problemlos. Der geht ohne Ende fast 250 PS. 248 PS ist die Systemleistung, ist die kombinierte Leistung vom Verbrenner mit dem Elektroantrieb halt eben. Ja, Highlander. Toll. Also das ist ein richtiges Luxus-SUV. Trotzdem bewegen wir uns gerade mal Mitte 60 hier bei dem Angebot, was ihr im Moment hier habt. Ist das schon gut ausgestatteter? Das ist eigentlich die beste Ausstattungsvariante. Ich kann dir nachher mal kurz das Preis-Datenblatt zeigen. Aber wir gucken uns mal gerade noch an, wie er vom Laderaum her ist. Ganz gut. Ich finde ihn richtig schön. Der hat hier vorne hat er noch einen Spoiler. Den zeige ich mal gerade von der Seite. Natürlich elektrische Heckklappe.
Ich glaube, die Amerikaner lachen sich tot, wenn wir sagen, hey, elektrische Heckklappe, das haben die, glaube ich, alle. Das ist so, aber das kommt langsam jetzt nach Deutschland, also dass die etwas größeren dann auch kommen. Was halt eben auch noch toll ist, du hast hier noch die Notsitze drin mit Dreipunktgurten. Das heißt, du kannst zur Not noch die Sitze rausklappen und kannst noch zwei zusätzliche Passagiere mitnehmen. Zeig mal, wie geht das? So, ich müsste jetzt kurz gucken, ob wir es so hochgezogen kriegen. Sonst ein Stück vor. Ich bin dafür bekannt, immer so Sachen, aber der Peter kennt mich ja schon, dass ich dann auch mal gerne sage, zeig mal, aber es geht. Das ist so ein Sitz. Oh, der ist aber gar nicht so notmäßig. Das heißt, auch von der Höhe her kann da auch noch Wachsner hin, oder? Kannst das einstellen und ja, ich meine, es ist, ich sag mal, für Personen, die jetzt nicht allzu groß sind, ist es eine dauerhafte Lösung, aber auch für die Not, einfach wenn man mal zusätzlich noch Leute mitnehmen muss, kriegt man die auch über kurze Distanzen hier sauber transportiert. Warte, ich zeig's mal gerade von innen. Bitte nicht zumachen hinten, da komme ich gleich nochmal zu, weil wir haben ein ganz heftiges Soundpaket hier verbaut. JBL oder GBL, wie die Leute sagen. Also Leder überall. Richtig. So, und dann hast du hinten, sag mal, der hat 8 Sitzplätze, kann das sein? Es sind tatsächlich 7, weil du darfst halt eben nur hinten pro 2. Genau. Okay. Pro Passagier ein 3-Punkt-Gurt, dementsprechend 2 Stück. Okay, ich glaube in Amerika würden die wahrscheinlich mit 10 Leuten fahren, aber wie das halt so ist. Das heißt, du hast hinten dann nochmal einen Sitz. Krass, warte mal, ich zeig's nochmal gerade von der anderen Seite, dass man das mal sieht. Da steht er jetzt. Und da ist er im Moment da und da hast du dann wirklich dann hinten nochmal 2 komplette Sitzplätze mit allen drum und dran. Das heißt, das Auto hier verfügt über 7 Sitzplätze, was natürlich ganz toll ist, wenn du so eine Football-Mom oder so irgendwas hast, dann kannst du hier 6 Kids und die Mama einladen. Genau, richtig. Krass. Die Tönung ist mit drin. Das sind so Sachen, aber so, ich sag mal, natürlich so typisch amerikanische Sachen. Du hast einen Shader mit drin. Genau, Privacy Glass, kannst zusätzlich noch die Rollos hier hochfahren, kannst dir oben einhängen. Das heißt, die Kids haben optimalen Sonnenschutz. Allrad hat der, gell? Der hat Allradantrieb. Ist das ähnlich wie der RAV4 quasi, dass der hinten Elektromotoren? Genau, der hat hinten nochmal einen Elektromotor zusätzlich dabei und dementsprechend ist der Allradantrieb ein sogenannter i4x4. Genau, wenn du das mal auflässt bitte, wir gehen gleich mal nach vorne. Das sind jetzt die Sitze, wenn ich die zurückmachen möchte, das geht auch von hinten? Ja klar, du hast hier diese Schlaufen dabei, du kannst alles nochmal umlegen und kannst die Sitze dann wieder zusammenklappen, dass du den Laderaum wieder hast. Hier unten ist nochmal ein bisschen Stauraum, minimal, unter dem Sportwerkzeug. Und das hier ist noch diese Laderaumabdeckung. Also falls dann, genau, okay. Wenn man die Sitze jetzt zusammenklappt, möchte hinten Sichtschutz haben, kann man das Ding hier reinsetzen. Hat eine Parkposition dann. Und zieht halt eben dann das Rollo zu. Ne? Toll. Wenn du mal gerade alles umklappst, auch die Sitze vorne mir einmal, genau, die mal gerade zurückmachst nochmal, bitte. Ja. Da geht denn die Kopfstütze, wo geht die hin? Die klappt nach vorne weg. Die klappt nach vorne weg. Ich zeig das mal gerade, da ist die Kopfstütze. Kurz hier hin. Da kommt er. Auto ist noch recht frisch. So, das heißt, wenn du den Sitz nach vorne machst, geht die Stütze automatisch nach unten. Okay. Und jetzt hast du hier vorne ja so ähnlich, wie ich das kenne beim Golf früher, geht der Sitz automatisch nach vorne. Das heißt, wenn man hinten einsteigt, ich habe nur 4 Türen und keine 6. Ich filme hier diese Möglichkeit, den Sitz zu verschieben. Ja. Auf der Seite. Du kannst halt eben hier auch die Lehnenneigung nochmal verstellen. Also ganz in der Liegeposition. Genau, du kannst den auch so flach einstellen. Krass, das heißt, du kannst also während der Fahrt, das ist wahrscheinlich das maximal Zulässige, richtig, dass du angeschnallt bleibst und kannst dann eine Liegeposition machen auf längeren Fahrten. Genau. Cool. Und wenn du den nach vorne machst, wie funktioniert das? So umklappen? Das Schöne ist, an Peters Geburtstag haben wir alle Zeit der Welt. So, das war's. So, und jetzt habe ich dann hier eine komplette ebene Ladekante. Das ist also auch interessant.
Boah, ist das ein Teil. Wenn du überlegst, jetzt kannst du hier eine Matratze reinschmeißen. So vielleicht hier. Kannst du drin übernachten, ja. Das ist riesig. Ja, bitte da auch nochmal umschmeißen. Denn ich will einmal reinfilmen. Du weißt gar nicht, was ich mit dir vorhab gleich. Ja, ja. Er ahnt Schlimmes. Das war ein Furchtbares. Aber das Coole ist, bei großen Fahrzeugen dürfen sich die Leute auch mal reinlegen. Ah, okay, das heißt, du kannst auch den Sitz von vorn nach hinten verschieben und damit die Beinfreiheit nochmal ändern. So ist es jetzt vom Laderaum her. Warte, ich zeig das mal. Boah, ist das groß und hoch ist es. Genau, stell dich mal kurz davor bitte, dass wir mal einen großen Vergleich haben. Du bist wie groß? 1,77 Meter. 1,77 Und ja, jetzt darfst du dich mal kurz draufsetzen und einmal kurz reinlegen, denn dass wir mal sehen, wie stark das ist. Ich filme mal gerade von der Seite, dass man dich nicht sieht, wie du dich da... Du bist ja Hochleistungssportler, das macht dir nichts aus. Alles gut. So, und dann zeigen wir das mal gerade. Also das ist wirklich ultra viel Platz, oder? Absolut. Also kannst du, wie gesagt, eine Matratze oder irgendwas reinlegen, eine Isodecke, kannst du dich wirklich reinlegen und auch mal eine Nacht drin übernachten, wenn es sein muss. Ja, der Highlander. Ist das, das ist aber jetzt nicht so ein, ich sag mal, so ein ganz harter SUV wie, ich sag mal, der Land Cruiser, oder? Du hast ja eben gemerkt beim Fahren, der ist ultra komfortabel vom Fahrgeräusch her, auch von der Federung her. Das ist ein Auto zum Cruisen. Ich glaube, da kannst du 400, 500 Kilometer am Stück fahren und hast keine Ermüdungserscheinung. Und du kommst erholter an wie? Richtig. Wie vorher. Guck mal hier, das Soundsystem, großer Subwoofer hier an der Seite. Genau. Was auch noch interessant ist, für die mittleren Passagiere gibt es hier in der Mittelkonsole, das können wir uns ja mal angucken, nochmal die Möglichkeit, die Klimatisierung einzustellen. Ah. Ist auch ganz gut gemacht. Das ist ja cool. Ah, du hast eine Drei-Zonen-Klima. Richtig. Da vorne haben wir es. So, also du kannst hier die Sitzheizung mit einstellen für die hinteren, also für die mittleren Passagiere. Und du hast halt eben hier auch nochmal eine Temperatur- und Klimaregelung drin. Und zusätzlich nochmal die obligatorischen Ladeanschlüsse für Smartphones oder elektrische Geräte, Spielgeräte, Konsolen. Peter, wenn du die mal gerade aufmachst, so eine Klappe unten, was da drunter ist, ist der USB-C? Ah ne, USB, okay. Das ist ein ganz normaler USB. Zweimal USB ist drin. So, und hinten hast du dann nochmal eine Klimaautomatik hinten. Das heißt, die Leute können das einschalten. Die Sitze sind wahrscheinlich auch innen belüftet, wenn man das will. Ja, also die vorderen Sitze auf jeden Fall. Da gibt es eine Klimatisierung. Du hast eine Lüftungsfunktion drin zusätzlich. Ich habe das nur angenommen, das stimmt. Ist tatsächlich so, ist ja. Tatsächlich so. Ja. Also das ist, also für die Verhältnisse von Toyota ist das hier schon für deutsche Verhältnisse richtiger Luxus, oder? Das ist eine absolute... volle Luxusausstattung, da ist schon einiges mit dabei. Wir haben eben auch gerade gesehen, das hatten wir noch kurz drüber geredet, der hat auch diese Frontscheibenheizung drin. Das heißt, du kannst die Scheibe vorne beheizen bei winterlichen Bedingungen. Auch das ist so ein bisschen ein Highlight. Ne? Da vorne die Hochtöner, genau. Das ist vielleicht auch wichtig, wenn du irgendwelche Sprachkommandos hast, dass die Stimme auf der Höhe ist deines Kopfes. Das machen die Hochtöner. Die da sind von JBL, dann dieses unvorstellbar große Navi. Das ist schon heftig, das können wir gleich mal anmachen. Wir fahren auch gleich mal eine Runde. Überall ist Leder, das heißt auch hier am Armaturenbrett. Genau, es wirkt sehr wertig und ist von der Verarbeitung her absolut top. Es rappelt nichts, wir sind eben gefahren auch hier bei dem Schotterweg, der da ist. Das Ding rollt ab wie eine Burg. Wie eine Burg, ja. Das ist so, das Ganze ist auch höhenverstellbar. Hier hast du ein Multifunktionslenkrad mit drin. Das ist ja nichts Neues für Toyota. Das Fahrzeug wird ja schon ewig gebaut, so oder so ähnlich in Amerika. Abstandsgeregelter Tempomat mit dabei. Also auch das alles Sachen, die mittlerweile in der Klasse schon verlangt werden. Ja, die Automatik natürlich. Du kannst ja, glaube ich, in Amerika nichts mehr anderes verkaufen. Außer Automatik gibt es ja als Hybrid eh nur automatisch. Richtig. Und es wird auch, wie gesagt, grundsätzlich Automatikgetriebe werden auch hier in Deutschland immer mehr nachgefragt. Hier vorne hast du die Eco-Tasten, du hast einen Hillholder mit drin, automatischen. Gut, das ist ja alles Standard. Ich meine, der EV-Mode, der kann voll elektrisch fahren? Ja, natürlich. Ne? Das ist bei unseren Vollhybriden ja immer so, dass die rein elektrisch fahren können und während einer
während einer einzelnen Fahrt halt eben immer wieder. Das kann sich also stetig wiederholen. Dementsprechend haben wir rein elektrische Fahranteile von über 50% stellenweise. Schön gemacht ist ja auch das Holz in Grau und das Leder innen drin, also alles sehr stimmig. Aus Spaß, du hast mich eben gefragt, was der kostet, da habe ich gesagt 100. Ja, weil ich denke halt, gut, das ist ja kein Billighersteller Toyota. Ich dachte so, der liegt so, ja, der wird bestimmt 70, 80 oder sowas kosten. Nee, wie er hier steht, brutto inklusive Steuer, habt ihr den jetzt als Hauspreis 56. Genau, unverbindliche Preisempfehlung liegt bei ca. Mitte 60 und der Vorführwagen, wie er jetzt hier steht, liegt bei knapp 57. Tja, habt ihr schon einen verkauft? Ja, haben auch schon einen verkauft und das Auto weckt halt eben schon sehr starkes Interesse, weil, wie gesagt, gerade diese Kombination von einem elektrifizierten Antrieb, also einem Hybrid in dem Fall, mit der hohen Anhängelast, das ist halt eben immer noch eine Besonderheit. Weil viele rein elektrische Autos haben zum Teil gar keine oder nur sehr, sehr geringe Anhängelasten und mit dem hier kannst du halt eben die 2 Tonnen ziehen. Das Hauptproblem ist also auch bei Teilelektrifizierten, was ich gemerkt habe, die haben gar nichts mehr. Ich habe gesehen, der neue ID3, der hat keine Dachlast mehr, ich glaube 0. Okay. Und gar keine Anhängelast mehr, auch 0. Okay. Und du hast dann zwar eine Anhängerkupplung, die ist aber nur für einen Radträger. Die darfst du also gar nicht mehr verwenden. Man muss halt eben aufpassen, wie hoch die Stützlast ist, weil gerade wenn du dann Elektrofahrräder drauf machst, ist halt eben die Frage, trägt das dann tatsächlich. Ne? Ja. Also nee, ich sag mal, das ist ein bestimmt tolles Auto, aber ich sag mal, du kannst ja noch nicht mal mehr ein 300 Kilo, wie nennt man das, Nachläufer hier im Saarland? Nachläufer für den obligatorischen Gartengrünschnitt. Ja. Mach mal auf, denn das Tolle hier ist wirklich der Einstieg. Du hast sowohl im hinteren Bereich als auch im vorderen Bereich, du bist ja jetzt nicht mehr der Jüngste seit heute, war ein Scherz, aber ich sag mal so, das Thema hoher Einstieg ist hier ist ja par excellence, das heißt der Popo ist quasi eben zum Einsteigen, du brauchst dich nur reinfallen lassen. Genau, also ja, du brauchst dich eigentlich gar nicht reinfallen lassen, weil reinfallen wäre ja wieder nach unten, das will man ja nicht. Drehen genau. Und einmal, genau, fast eben. Mach mal bitte. Früher, also, gut, ich steige ja mittlerweile schon, ich bin ja noch ein bisschen jünger wie du, ich steige ja mit dem Hintern nach hinten ein, lass mich reinfallen. Okay, okay. Das ist so, aber der ist so hoch, das ist gar kein Thema, oder? Absolut, super bequem vom Einstieg her und auch von der Sitzposition her ideal. Toll. Alles elektrisch? Alles oder teilweise? Ja, Sitzverstellung ist elektrisch. Komplett. Du hast hier, genau, du kannst vor, zurück, kannst die Lehnenneigung verstellen. Hast die Höhenverstellung hier drin, alles das geht hier drüber und das hier ist nochmal zusätzlich diese Lendenwirbelstütze für den unteren Rückenbereich. Ah, okay. So, und das hier ist nochmal so die Gimmicks hier vorne. Du hast 2 Programmtasten für die Einstellungen. Sitzmemory-Funktion, ja, es sind ganz viele Sachen drin. Er hat einen Fernlichtassistent mit drin, natürlich auch Lichtautomatik mit Dämmerungssensor. Dieses Lenkrad auch beheizbar, ist ja klar. Ja. Spurhalteassistent ist mit drin, das genau. Ist aktiv sogar. Das ist ein aktiver Spurhalteassistent und wie gesagt Tempomat mit Abstandsregelung. Wo ich halt eben auch hier den Abstand zum vorherfahrenden Fahrzeug in verschiedenen Stufen einstellen kann. Ah, so ein Radar-Ding. Genau. Cool. Auch hier, das hatten wir schon beim RAV4 auch wieder, dieser Smart Mirror. Mach mal an. Der hat eine Kamera im Spiegel. Genau. Ne? Du kannst hier ein Display im Spiegel. Kannst hier umschalten. Jetzt haben wir die Heckklappe oben, von daher haben wir jetzt diese schöne Himmelansicht. Ja. Ich mach mal gerade zu. Ja. Achso, du kannst die Heckklappe von innen. Echt? Mein Gott, ich fühle mich original wie jetzt in Kalifornien. So, mach nochmal auf, das war spannend. So, ich sehe jetzt hinten den Wald, aber das sehe ich nicht durch den Spiegel, sondern durch die Kamera gerade. Genau, ne? Wenn du den Hebel hier umlegst, dann hast du wieder die normale Spiegelfunktion. Mach nochmal an. Das ist ja geil. Das heißt, du kannst das Auto vollladen. Richtig. Und du siehst ja normal nichts nach hinten und kannst einfach... Ist auch ein bisschen wie ein Weitwinkel, das heißt, du hast ein viel breiteres Blickfeld nach hinten, ne? Kannst also wirklich optimal sehen, was hinter dir passiert auch. Du kannst sogar, glaube ich, 2 Cams aktivieren, dass du also, glaube ich, beim Einparken nochmal auf die Anhängerkupplung sehen kannst und so. Weiß ich jetzt nicht, aber könnte sein. So, das Coole ist 300, oh ja, warte mal, ich komme auf deine Seite, mach mal zu. Wie geil. Das Schlimme ist ja, wenn Toyota irgendwas macht, dann funktioniert es ja meistens. Das ist auch gut so.
So, das heißt, du hast eine Vogelperspektive beim Draufgucken. Genau. So, du kannst hier das Ganze noch in Bewegung versetzen. Nee, du willst mich äffen. Das machst du gerade live. Ja, genau. Das ist ja geil. Das heißt, du kannst dir ein Abbild schaffen von der Umgebung, bevor du losfährst. Richtig. Mach nochmal. Ich habe gedacht, das wäre Spielerei, aber das ist ja richtig cool. So, das ist jetzt 360 Grad. Und jetzt nochmal von oben drauf. Ah, das macht er automatisch. Spiegelt übrigens im Original nicht so stark wie in der Kamera gerade. So, und jetzt noch einmal drehen mit dem Auto drum. Du hast es eben so. Das ist scharf. Guck mal hier, das ist wie PlayStation. Wie dieses, wie nennst du das? Das sind mehrere Kameras, deren Bilder halt eben zusammengesetzt werden. Und dann kann man das halt eben so wunderbar darstellen. Ne? Du siehst ja, das Auto ist nicht das tatsächliche Auto, in dem wir jetzt drin sitzen. Das wird virtuell eingespielt. Mhm. Das kenne ich vom Wohnmobil. Aber hier ist natürlich sinnvoll, du hast ein großes Auto, kannst nicht gucken, der nächste Poller ist ja nicht weit. Und dann kannst du viel Geld sparen. So, dann hast du hier für jeden Käse eine eigene Taste, das finde ich schon mal gut. Das heißt, die Sitzheizung musst du nicht über 1000 Menüs machen. Das sind keine wählbaren Untermenüs, du gehst einfach drauf, intuitiv, du weißt genau, mit dem Fingerdruck veränderst du das. Gebläsesteuerung, Temperaturregelung, Sitzheizung, Sitzventilation. Lenkt halt eben dann während der Fahrt wenig ab vom Fahrgeschehen. Und das Schöne ist, die Tasten sind ganz flach. Das heißt, du kannst einfach drüber wischen und die auch gut reinigen. Das ist ja immer bei so Hochglanz so. Was mir aufgefallen ist, das Display, das ist hochglänzend, aber es speichert keine Fingerabdrücke. Das ist krass. Also du kannst es ja per Touch bedienen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, du siehst keinen Fingerabdruck. Richtig. Wie geht denn das? Bei meinem Handy ist immer voller Fingerabdrücke. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie eine spezielle Beschichtung oder wie auch immer. Aber funktioniert. Funktioniert. So, das heißt, muss ich mich bei dem Elektromotor um irgendwas kümmern? Muss ich ihn aufladen? Nichts. Das Auto ist nicht von extern aufladbar. Also du brauchst keinen Ladeanschluss irgendwo. Ich meine, grundsätzlich das ganze Thema Elektromobilität, für den einen oder anderen ist es mit Sicherheit interessant. Aber es gibt halt eben auch viele Nutzer, die haben keine Lademöglichkeit irgendwo am Wohnort oder am Arbeitsplatz. Die müssten sich halt eben komplett auf öffentliche Ladestationen verlassen und die sind halt eben noch relativ dünn gesät. Peter, nochmal. Wir haben hier Systemleistung 248 PS. 248 PS. Wir haben einen 2,5 Liter Benzinmotor. Genau. Wir haben einen Spritverbrauch von knapp über 5 Litern, 5,5 Liter. Und das geht nur mit Hybrid. Das geht so nur mit Hybrid, ganz klar. Und das ist jetzt kein. Also, du kannst den, wenn es drauf ankommst, wahrscheinlich mit knapp 6 Litern fahren, oder? Ja, das Praxis Kraftstoffverbräuche erreichen können in dem Bereich. Und das Tolle ist ja halt eben, ich meine, bei den meisten Hybridfahrern ist es so, man entwickelt auch mit der Zeit so einen gewissen Ehrgeiz, um diese technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Man passt seinen Fahrstil auch entsprechend an. Und dann sind solche Werte durchaus möglich. Was krass ist hier unser Platz zwischen uns beiden. Ich meine, ich mag dich ja sehr, aber so sehr auch nicht, sodass wir also etwas mehr Platz haben. Du hast echt eine tolle Breite. Du hast sehr viel Platz. Das ist schon fast Oberklasse hier, oder? Ja, also das ist vom Platzangebot her gigantisch. Ne? Und du siehst auch hier mit dieser breiten Mittelkonsole, da sind auch noch unheimlich viele Sachen mit drin verbaut. Wenn du mal hier rein gehst. Ah, nochmal QI. Ja, das ist eine Ladestation für ein Smartphone über Induktivladen. Okay. Anschalten. Telefon drauflegen. Geht. Vorausgesetzt, das Telefon kann es. Also meins kann das, allerdings habe ich so einen Magnetaufkleber drauf, dann geht es nicht mehr. Aber. Das ist auch nochmal Stauraum, da kannst du auch nochmal was drin verstecken und nochmal zusätzlich einen Zigarettenanzünderanschluss. Boah, da kannst du ja fast meinen Hund verstauen da drin. So groß ist das Ding. War so ein kleiner Windhund. Da ist der Drive Mode. Das heißt, der hat natürlich elektronische Steuerung, kann sich an 1000 Sachen anpassen, hat natürlich ABS, hat ASR, hat Anti-Schlupfregelung, alles. Die ganzen elektrischen Fahrhilfen sind mit drin. Frontkollisionswarner, Notbremsassistent etc. Alles, was heute ja zeitgemäß up-to-date ist. Volle Hütte.
quasi. So, und dann mit der Lederausstattung, dann großes Mittendisplay, das haben wir eben im RAV4 schon gesehen, das ist mit drin, das heißt, du kannst dir ganz viele Informationen und was ganz Neues bei den, also was, gut, die Hybridfahrer kennen das, ist kein Drehzahlmesser mehr, sondern ein Verbrauchsmesser. Ja, genau, du siehst halt eben, in welchem Fahrbereich du unterwegs bist, aber in dem blauen Bereich unten am Laden ist, ob du im Eco-Bereich bist, wo das Auto halt eben am wirtschaftlichen fährt, oder ob du halt eben bei starker Beschleunigung oder bei hoher Last im Powerbereich bist. Das einzig Blöde ist ja jetzt die 05, weil das hier wäre ja eigentlich ein toller Firmenwagen. Die Bundesregierung hat sich ja einfallen lassen für Elektroautos 0,5% Versteuerung plus die Förderung. Da fragen ja Leute danach schon mal und der hier rekuperiert ja vollautomatisch und die Unternehmer werden das ja merken. Du hast mir aber gesagt, dass viele, ich sag mal, das Auto als Kultobjekt sehen. So ein Toyota, du kennst es ja vom Land Cruiser, alle haben geweint, als er denn überhaupt nicht mehr verfügbar war. Und jetzt hast du auf einmal auf dem europäischen Markt, ohne den reimportieren zu müssen aus Amerika, einen Original-Highlander, der homogenisiert ist in Europa, COC nehme ich an, hat niedrigen Spritverbrauch und der wird bestimmt viele Fans finden, oder? Gehe ich davon aus. Das Auto hat einen gewissen Charme und wie gesagt, auch mit den Nachteilen, die man eventuell hat, durch das, dass es halt eben kein Plug-in-Hybrid ist, man kann sehr gut damit leben, weil in der Gesamteffizienz, wenn man das Auto jetzt fährt, in Verbindung mit dem Verbrennungsmotor, ist er halt eben doch vom Verbrauch her sehr, sehr günstig. Und man kann auch mit gutem Gewissen ihn fahren. Er hat CO2-Effizienzklasse A+. Das muss man erstmal hinkriegen. Also die Haltbarkeit. Das ist ein echter Toyota. Du hast mir erzählt, du kannst das Auto eigentlich, wenn du so alt bist wie ich, ist es dein letztes Auto in deinem Leben, wenn du willst? Wenn du das willst, wenn du keine Lust mehr hast auf einen neuen, kannst du ihn sehr lange fahren. Also wirklich lange. Also man hat ja diese Fahrzeuge ewig in Betrieb und du kannst so ein Auto auch wirklich 15 Jahre fahren. Und es war blöd für euch, aber... Ja, das ist die Krux, wenn man Autos hat, die lange halten. Ne? Die werden dann halt eben schon ein bisschen länger gefahren, anstatt neue zu kaufen. Ja, aber guck mal jetzt, das Jahr 2000, ihr habt noch viele Toyotas aus 2000, 2005. Das ist nicht selten bei euch. Ja, ja? Gerade jetzt dieser eben angesprochene Land Cruiser, da sind halt eben wirklich Autos unterwegs, die sind durchaus schon 15, 20 Jahre alt und laufen halt eben immer noch zuverlässig und mit wenig Reparaturaufwand. Und zum Teil halt eben unter härtesten Bedingungen. Habt ihr schon Erfahrung jetzt seit den letzten 20 Jahren mit dieser Hochvoltbatterie, dieser kleinen, die drin ist in dem Hybrid? Habt ihr da Ärger mit? Musst du die oft tauschen? Absolut nicht. Also die Dinger funktionieren erschreckend gut und Ausfälle sind so gut wie keine vorhanden. So, großes Display, spiegelt zwar jetzt ein bisschen, aber wir zeigen es mal gerade. Mach mal Radio an, bitte. Also vielleicht nicht so laut, aber das war einmal nur mal kurz sehen, wie es aussieht. Das ist das Audiomenü. Du hast natürlich DAB Plus drin. Wir haben eine deutsche Version hier. Und kannst du hier oben anwählen. Was halt eben auch drin ist, du hast halt eben diese Anschlüsse für USB etc. CD-Player ist halt eben nicht mehr dabei. Ne? Was? Kein CD-Player mehr? Die Zeiten sind halt eben rum. So. So, Energy als Beispiel. Dann hast du hier Sitzklimaanlage. Du hast das Ganze nochmal schnell wieder ausmachen. Jetzt kriegen wir eine Sperre. Weißt ja, wie es ist. Also das Soundsystem ist der Hammer. Ich habe es eben durfte es nochmal hören. Also das ist mit drin von JBL. Dann hast du hier nochmal die Spiegelung der Klimaanlage, dass du das nochmal einstellen kannst. Du hast aber, geh mal da auf die Soundeinstellung bitte. Du kannst hier diese Untermenüs auch nochmal auswählen. Also hier auch diese... Die Batterieanzeige bzw. der Energiemonitor, wo man halt eben nachvollziehen kann, wie gerade der Kraftfluss in dem System ist. Also alles, was antippbar ist, kannst du hier oben auswählen, kannst du die Werte holen. Sag mal hier, der Preis ist doch absolut gerechtfertigt, wenn du so praktisch packt der Mitte 60 brutto. Ja, absolut. Also ich denke, für das, was das Auto bietet, von der Technik her, vom Ausstattungsumfang her, vom Platzangebot her, von der Anhängelast her, ist es ein absolut gutes Angebot. Die Trail-Taste, was kann die? Ah, er weiß es noch nicht. Warte, ich zeig mal das Gesicht. Er liebt das, wenn ich irgendwas frage. Aber einfach mal draufdrücken. Wahrscheinlich ist es so eine elektronische Schlupfsteuerung. Passiert im Moment gar nichts. Ich kann es dir wirklich auf dem Stand jetzt nicht sagen. Nicht so schlimm. Du bist ja auch nur der Verkaufsleiter. Aber der, mit dem wir eigentlich drehen wollten, der hatte keine Zeit. Das ist so manchmal. Deswegen drehen wir ja heute an deinem Geburtstag. Komm, wir steigen nochmal aus. Dann holen wir die CO2 mal rein. Dass wir den hinkriegen, machen einen kurzen Cut. Und dann fahren wir mal ein bisschen mit dem Schlitten, wenn du mal vorne aufmachst, bitte. Denn das Besondere hier ist, ich habe hier noch mal eine
Geräuschdämmung, eine Lippe drunter, die das Ganze nochmal abdichtet. Also diese 360-Grad-Kamera mit diesem Drehen drumherum, das fand ich schon sehr interessant, weil du wirklich komplett... Krass, jetzt passiert irgendwas. So ein kleiner Ventilator ist so wie so ein Raumschiff ist da angegangen. Das ist der Motor? Genau. Der hat vier Zylinder? Das ist ein Vierzylindermotor. 2,5 Liter Hubraum vom Verbrenner her. Und Sauger, gell? Und Sauger. Ja, das heißt auch hier ewige Haltbarkeit beim Sauger. Gut, ewig. Was, der spricht mit uns. Seitdem wir ihn aufgemacht haben, sagt er hier, komm, mach zu. So, und das ist eigentlich so ähnlich wie beim RAV4, was wir gesehen haben, gell? Ja, wenn du jetzt drauf guckst, rein vom optischen Eindruck her, sind die beiden sich sehr ähnlich, ja. Okay. Ja, ich glaube, für die meisten ist ja der Kofferraum mittlerweile, der Motorraum nicht mehr so spannend, weil viele schon geschrieben haben, warum zeigst du den Motorraum? Wir wollen nur beweisen, da ist noch einer drin. Genau, wenn man stellenweise eine Tür hat, ne? Peter, es geht los. Wir haben das System mal gebootet. Das ist die Rückfahrkamera. Die gibt es nämlich auch noch zusätzlich. Da ist sogar der Lenkeinschlag wird gekennzeichnet. Dann hast du zusätzlich dann nochmal die 360-Grad-Anordnung, wenn du rückwärts fährst. Da kannst du ja eigentlich nichts mehr falsch machen, eigentlich. Eigentlich nicht mehr. Und du kriegst halt eben, wenn es jetzt trotzdem noch was geben sollte, was im Weg ist, nochmal eine akustische Warnung. Ich dachte, wenn ein Laser, der schießt das weg. Und dann beim Highlander. Nächste Ausbaustufe. So, jetzt fahren wir mal hier diesen Wirtschaftsweg lang. Der ist ja jetzt ein bisschen unkomfortabel, aber da würde jetzt schon mein VW-Bus, der würde klappern ohne Ende mit Campingausbau. Und hier, der rollt satt ab. Der rollt satt ab und wie gesagt, du merkst halt eben hier auch, dass der unheimlich stabil verarbeitet ist. Und dementsprechend hörst du keine Knack- oder Knarzgeräusche oder sonst irgendwas. Das wäre noch schöner, wenn der jetzt hier knarzen würde. Das ist so, aber ich glaube, da legen auch die Amerikaner viel Wert drauf. Also da ist Luxus, ist ja normal. Da ist das hier schon die Einstiegsversion, da gibt es noch viel mehr Luxus. Das ist aber für Deutsche ist das hier schon praktisch der Himmel auf Erden. Ja, absolut. Man sieht, was das Auto bietet. So, dann fahren wir mal hier raus. So, wir kommen wieder in die Zivilisation. Die zivilisierte Welt, genau. So, und da ist der Motor. Batterie ist jetzt ungefähr halb voll. So, jetzt sehen wir gleich, wir fahren gleich mal ein gutes Stück runter und dann können wir mal sehen, wie die Batterie sich auflädt. Das fängt eigentlich jetzt schon an, wenn ich jetzt hier ausrolle, nehme den Fuß vom Gas, dann haben wir schon diese Rekuperation. Also in dem Moment wird schon reingeschoben und die Batterie lädt sich halt eben. Ist immer in dem Modus mit wenig Gaspedalstellung, dass er zum Teil halt eben auch schon rein elektrisch fährt. Kann man das so einstellen, dass der stärker rekuperiert? Geht das wie bei den rein elektrischen? Nein. Geht nicht. Das macht er automatisch? Macht er automatisch. Also wenn du auf die Bremse trittst, dann rekuperiert er ihn, oder? Du brauchst nicht unbedingt die Bremse zu betätigen. Es reicht, wenn du den Fuß vom Gas nimmst, also schon im Schiebebetrieb. Hast du diese Rekuperation. Ei, ach so, du siehst jetzt richtig, wenn er Leistung abruft, sind beide Motoren jetzt an? Genau. Ist jetzt hier schematisch dargestellt. So cool finde ich ja diese Eco-Taste. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hinkriegst. Genau, das wird das mal kurz zeigen. Da kannst du sehen, also wenn du immer im grünen Bereich bist, dann bist du wahrscheinlich so unter 6 Liter. Und jetzt geht es ja schön bergab. Das haben wir euch extra mal gezeigt, als wir den Berg hochgefahren sind. Das wollen wir euch ja nicht zeigen, den Spritverbrauch. Nee, das ist, wenn du einen Berg hochfährst, fährst du ja irgendwann wieder runter. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir die Batterie voll kriegen gleich. Jetzt geht es hier Berg ein bisschen runter. Der hat Kennzeichenerkennung? Der hat Erkennung von den Geschwindigkeitsbegrenzungen, genau. Das läuft oben über das Kamerasystem. Und du siehst jetzt hier, dass wir hier noch in dem 70er-Bereich drin sind. Und gleich, wenn wir in den Ort reinfahren, geht es dann halt eben runter auf 50. So, das weiß er automatisch. So, die Batterie wird dann angezeigt, aber es geht gleich ein gutes Stückchen runter. Jetzt sind wir im Ort. Wir können uns flüsternd unterhalten im Auto. Also das ging schon die ganze Zeit. Du hörst nichts außer das Abrollgeräusch minimal von den Reifen. Das ist auch schon sehr, sehr leise. Das ist schon fast spooky hier. Das ist gar nicht gut. Die, ich sag mal, normalen Benzinmotoren hörst du ja auch schon nicht mehr. Also wenn du heute auf der Autobahn 100 fährst oder so. Ich habe jetzt so ein... Ja, es hängt halt eben mit der Dämmung zusammen, halt auch die verbaut wird und...
Man jetzt in dem Moment, wo wir jetzt hier jetzt gerade unterwegs sind, läuft halt eben kein Verbrennungsmotor, der ist komplett aus. Der ist aus, ich sehe es gerade. Ja. Das heißt, das wird dir auch angezeigt. Wir fahren jetzt rein elektrisch. Im Moment haben wir genug Energie in der Batterie drin, dass es halt eben ausreicht, fürs Auto anzutreiben. Und dementsprechend muss der Verbrenner gar nicht mitlaufen. Das hast du eben gesagt, das heißt also im Schnitt ist so im Stop-and-Go-Verkehr, so innerstädtisch hast du die Hälfte praktisch elektrisch, die du fahren kannst. Ich glaube, besonders stark ist ja der Energieverbrauch oder der Spritverbrauch, wenn du beschleunigst, das heißt vom Start weg. Und da mit hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn etc. Oder auch bei überhaupt mal anfahren, gell? Genau, da kommt die, dann unterstützt der Elektromotor, aber er kann es halt eben nicht allein bewerkstelligen. Ne? So, jetzt geht es nämlich gleich einen Berg runter und da bin ich mal sehr gespannt. Das hier ist eine ganz bekannte Stelle. Wir sind nämlich hier, der Ort heißt? Der Ort heißt St. Barbara, ist ein Ortsteil der Gemeinde Wallerfang. Und du siehst hier eine ganz tolle Aussicht über das Saartal. Hier hinten der Saarpolygon auf der Bergeheide in Ensdorf. Wir haben heute auch ganz tolles Wetter mit wunderbarer Fernsicht. Es geht hier runter. Die Saarländer kennen das natürlich. Die werden sich jetzt totlachen, werden sagen, wir wissen genau, wo du lang gefahren bist. So, und hier haben wir jetzt richtig schön bergab und da wird jetzt ordentlich rekuperiert. So, ich bin jetzt, habe jetzt noch mal kurz beschleunigt, aber jetzt sind wir halt eben schon im Rollen absolut drin. Das reicht hier auch vollkommen aus, weil die Straße stark abschüssig ist. Und da wird halt eben ordentlich nochmal zurückgewonnen. Bin mal gespannt, ob das langt bis unten hin. Das heißt also, das System ist nicht eine unglaublich schwere Batterie mitzuschleppen, die also ich ja jedes Mal mit dem Verbrenner dann auch mitbetreiben muss, sondern eine kleine Batterie, die immer wieder lädt, abgibt. Genau, richtig. So, und du siehst jetzt zum Beispiel an dem Auto, das vor uns fährt, der muss halt eben jetzt auch für die Geschwindigkeit zu halten sehr viel auf der Bremse stehen. Und dabei wird halt eben die Bewegungsenergie rein in Wärmeenergie umgewandelt und geht verloren. Und bei dem Auto hier ist es halt eben so, dass er die Energie, die hier entsteht, nutzt, um halt eben den Akku wieder zu laden. Krass, die Batterie ist jetzt schon wieder um eine Stelle mehr. Und da wir ja immer noch bergab fahren, wird wahrscheinlich die immer noch weiter voll gemacht. Jetzt hat er gepiepst. Warum? Du warst so schnell? Spurhalteassistent. Der Spurhalte. Ich bin jetzt, ohne den Blinker zu setzen, über die Fahrbahnmarkierung gefahren. Schon wieder ein Strich mehr, guck mal. Eieiei. Gut, ist ja dein Geburtstag, dann darfst du auch mal über den Strich fahren. Genau. Ist nicht so schlimm. Krass, guck mal hier, der ist schon wieder am Rekuperieren, obwohl wir jetzt schon fast gerade sind. Ja, jetzt fahren wir auch schon wieder mit selbstproduziertem Strom rein elektrisch. Verbrenner ist aus, Elektromotor treibt das Auto an. Das ist ja cool. So, jetzt der Benzinmotor war die ganze Zeit aus. Ist aus. Wenn du dich nicht ständig auf diese Anzeige konzentrieren willst, was im eigentlich normalen Fahrbetrieb auch gefährlich sein kann, du siehst hier oben dieses kleine EV-Symbol in dem Zentraldisplay. Ja. Und da siehst du halt eben ganz eindeutig, wenn das an ist, wird das Auto rein elektrisch angetrieben. Okay. Das heißt aber, ich bin ja so ein Typ, ich würde jetzt immer auf den mittleren Bildschirm gucken, brauchst du aber nicht, weil du hast ja dieses riesen Runddisplay, also dieses Rundinstrument auf der linken Seite, wo du sehen kannst, dass er lädt oder auch benutzt. Und jetzt lädt er wieder auf. Was ja noch viel toller ist, du hast hier oben drin, das sieht man jetzt halt eben nicht durch die Kamera, aber ich habe jetzt halt eben in der Ausstattung, das ist die Luxury-Version, nochmal ein Head-Up-Display drin. Und da wird ich guck mal gerade, ob ich das irgendwo eingefangen kriege hier. Also das ist ungefähr deine Flucht. Genau. Also ich sehen kann ich es nicht, aber du kannst gut sehen, gell? Ja, ja, genau. Ich sehe es als Fahrer halt eben ideal. Das macht ja auch Sinn. Und da hast du halt eben auch nochmal einen Haufen Informationen direkt im Sichtfeld, wo du eigentlich durch die Scheibe durchguckst und hast beiläufig noch zusätzliche Fahrtinformationen. Also eine typische Strecke, berghoch braucht er ein bisschen mehr, bergrunter gar nichts. Das ist schon cool. So, hier sind wir jetzt in relativ ebenem Terrain. Und auch da merkst du halt eben, dass der sehr oft rein elektrisch unterwegs ist. Rein elektrisch und dauernd rekuperiert. Jedes Mal, wenn ich bremse, wird statt Wärme Strom erzeugt. Richtig. Was natürlich auch für die Bremsbeläge und so ganz gut ist. So, wir bremsen auch für
Ford Fiesta. Ich weiß nicht, der wird auch noch hier gebaut im Saarland? Der ist, glaube ich, noch nie hier im Saarland gebaut worden. Ich glaub, der Focus, gell? Genau, der Focus wird hier gebaut. Der Saarland ist ja ein sehr automotives Land. Jetzt seid ihr ja unterwegs mit Toyota schon ewig, glaube ich. Ich glaube, ihr habt schon, seitdem es Toyota gibt irgendwie in Deutschland, habt ihr schon Toyota, gell? Nicht ganz. Also seit 1980, also jetzt schon über 40 Jahre. Aber das war ja damals undenkbar. Und überlegst, der erste Starlet, der kam, den hast du ja noch miterlebt als Dreijähriger. Ich habe den noch miterlebt. Der war blau und war nach einem Jahr weggerostet. Das Gute ist, du hast einfach den Vorteil, du bist hinter der Kamera. Keiner kann dich sehen. Also ab und zu kriege ich auch mal Schläge. Ja, jetzt sind wir schon ganz nah an eurem Hauptbetrieb. Ihr seid in Saar Louis. Genau, wir sind in Saar Louis in der Wallerfanger Straße. Ziemlich zentral gelegen, verkehrsgünstig, mit Autobahnanbindung an die A620. Also sehr gut zu erreichen. Schalt mal gerade hier bitte auf Historie, da oben. Siehst du den Energiemonitor? Alles Touch. Und da kannst du sehen, also jetzt Start, Stopp. Jetzt muss man auch sagen, viele Vorführautos bei euch, da lassen die Kunden auch gerne mal die Kuh fliegen, weil sie mal ausprobieren wollen, wie gut der Motor geht. So richtig, ich sag mal, eine Aussage kann man ja erst eh treffen, wenn man dann 100 Kilometer gefahren ist, gell? Genau. Gleichmäßiges Fahren wird halt eben belohnt, vorausschauendes Fahren, und das macht sich halt eben dann positiv auf die Verbrauchswerte bemerkbar. Daneben ist noch eine Taste Fahrinfo. Was kann die? Ah, okay. Da siehst du jetzt während der Fahrt, die wir jetzt eigentlich gestartet haben, wie viel Energie zurückgewonnen worden ist, wie die Verbrauchswerte in den einzelnen Bereichen sind. Das sind immer 5-Minuten-Schritte. Und du siehst, da sind wir jetzt schon richtig gut unterwegs, weil wir halt eben hier die Bedingungen so haben, dass wir halt eben sehr viel mit dem Elektroantrieb fahren können. Ja, davor war der Berg hoch, da sieht man es auch. Das heißt, Berg hoch kann er nicht zaubern. Irgendwann ist der Akku leer. Und ja, cooles System. Ich meine, wir erzählen ja nichts Neues. Das System. Alle Antriebe sind irgendwo so ausgelegt, wenn du Last hast, wenn du beschleunigst, wenn du Leistung brauchst, geht der Verbrauch hoch. Das ist auch bei einem rein elektrischen Auto so. Auch der braucht unter Lastbedingungen mehr Strom. Fertig. Warte mal ab, in 10 Jahren, da ist eine kleine Solarzelle am Dach und dann fährst du nur noch mit Strom, der irgendwie. Mit der Solarzelle wird es sehr schwierig. Rein technisch gesehen, aber. Wer weiß, vielleicht kommt das ja. Oder denn doch der Wasserstoff. Was denkst du? Also sind wir ja auch mit Toyota schon unterwegs und das ist mit Sicherheit eine hochinteressante Technik. So, ihr habt Toyota und Kia, muss man sagen. Das heißt, ihr habt zwei fernöstliche Marken, die da sind. Seid mit beiden ganz happy. Es ergänzt sich ganz gut, oder? Ja, es ist zum einen, das Ergänzen ist immer das Vordergründige. Es sind beides Marken, die zeitgemäß unterwegs sind, die moderne Antriebskonzepte haben und halt eben auch interessante Modellpaletten haben. So, komm, lass uns einfach mal kurz hier stehen. Wir blockieren mal gerade die ganze Einfahrt. Für alle Kunden haben wir die Abmoderation draußen. Denn ich wollte noch eine Sache zeigen. Ist jemand hinter uns oder geht's? Jemand geht's. Komm, steig mal kurz aus. Boah, ist der leise. Das ist schon gut. Gut, jetzt muss man sagen, der RAV4 war auch leise. Also das ist jetzt aber nochmal ein Unterschied. Nochmal eine Ecke. Genau. Ecke komfortabler. Richtig. So, wenn du mal gerade das Heftchen, oder warte mal, ich hole das mal gerade mit. Das Heftchen hier, das ist übrigens eine klasse Sache. Die Preisliste ist nicht nur eine Preisliste, sondern da ist auch ein bisschen erklärt für so Leute wie du und mich, die nicht dauernd vorm Rechner hängen und was haben, sondern da ist praktisch nochmal nicht mal Ausstattung drin, sondern auch, was ist was, wenn du mal gerade von hinten. Genau. Und mir das mal gerade mal kurz in die Kamera hältst, lass uns mal sehen. Also technische Gegebenheiten, die in dem Auto verbaut sind, sind hier nochmal erklärt, sodass auch der Laie verstehen kann und nachvollziehen kann, was da tatsächlich drin ist. Und sehr informativ. Die Preisliste an sich, die ist wie bei Toyota gewohnt relativ übersichtlich. Es gibt 3 Ausstattungsvarianten, das sind Pakete, die haben gewisse Merkmale. Die Aufpreisliste ist halt eben relativ kurz. Okay, das heißt, die sind gewohnt, die anders wie bei deutschen Herstellern. Die kommen schon voll, du kannst auch nichts vergessen. Wenn du sagst, ich will den ohne Sitzheizung, gibt's nicht. Wenn du die Variante hier holst, ist eigentlich alles schon mit drin. Und
Also immer relativ voll. Komm, ich zeige noch einmal komplett. Peter Demmerle, heute an seinem Geburtstag, 26. März 2021. Und ja, ich würde ihn kaufen, aber ich habe schon ein Auto. Was nicht ist, kann er noch werden. Der Highlander 2021 als Hybrid mit fast 250 PS und etwas unter 6 Liter Durchschnittsverbrauch. Tschüss. Ciao.